Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 87. Leider konnte ich in letzter Zeit erstmal keine Videos machen, weil ich zeitlich einfach nicht dazu gekommen bin. Aber es geht nun weiter im Krater von Ungru. Ich versuche auch ein paar mehr Videos zu machen, damit wir ein bisschen Buffer haben, sag ich mal. Ja, gucken wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir mal waren. Gut, das haben wir fertig verloren. Brauchen wir dann noch Teer? Nee. Nur 5 Plätze gehen wir erstmal verkaufen vorher. Höh. Oh, wie es aussieht, hatten wir sogar einen Bogen. Noch Seelen gebunden. Dolle. Irgendwo kann man verkaufen. Da meine ich. Können wir gleich reparieren. Komm mal weg. Da ist der Superkleber. Okay, den haben wir fertig. Schon so lange her gefühlt. Dass wir mal gespielt haben. Nachtkristall. Auch weg. Tiger braucht man noch ein bisschen. Ein bisschen Platz, gut. Schmeißen wir jetzt mal auf unseren Tiger. Ich glaube, wir können wir uns jetzt auch bald neue Pfeile kaufen? Können wir schon neue Pfeile kaufen? Ah. Moment, wo wir hin müssen, machen müssen. Ja, in dem kaufen wir uns neue Pfeile. Wenn es die da gibt. Da hoffe. So lange nicht mehr gespielt. Okay, wir hatten einen neuen Bogen. Die Bogenfähigkeit steigt direkt mal. Das spricht ja stark dafür. Skillpunkt haben wir auch schon verteilt. Sehr gut. Gucken, in Treffsicherheit wird darunter skillen. Zum gezielten Schuss hatte ich ja überlegt. Wir hatten nur überlegt. So. Da hinten ist noch ein Magier. Vielleicht in den Kopf knallen. Sieht das doch schon netter aus. Soll es denn hier geben? Eine Saurierknochen. Vielleicht hat der ja schon abgemetzelt da hinten. Ja, ich glaube Magier war es. Wie ich gesehen habe. Und die Türme müssen wir, glaube ich, auch ablaufen. Ne? Ja, genau. Da oben sind nämlich auch noch Dinosaurier. Die direkt auch packen. Genau. Ich meine die Vieren auch, ja. Furchtbar diese Viererei, also. Genau wie in der Sengenschlucht die komischen Kriegstreiber. Ein bisschen Fimmelarbeit mit dem Untersuchen. Aber das schaffen wir auch. Das schaffen wir auch.
Wir müssen töten. Ja, und Schuppen sammeln. Zwei Aufgaben auf einmal. Und den Dinosaurierknochen kriegen wir nicht von denen. Das ist unser. Achso, da wurde auch geschiert. Ah, ist bestimmt dann, was in der Nähe ist. Oh Mann. Ist nur ein, dann haben wir die auch fertig. Na gut. Immer auf mich, ey. Unglaublich. Unglaublich, sag ich euch. Muss ich irgendwie an Jurassic Park denken. So. Foot ist er. So, gab's die denn noch? Die. Hier und da hinten gab's auch welche. Mal gucken, erstmal da vorne, vielleicht sind die ja wieder respawned. Und wir nehmen direkt ein paar Blümchen mit. Das hilft immer. Ja, 110 Stück davon killen. Das nächste Level ab. Oh man. Aber vielleicht. Ach, wollte ich auch gerade ledern. Aber was, wenn man aber so drin ist. Versucht man das immer. So. Hier müssten die theoretisch sein. Schwinge ich mal auf meinen Tiger. Vielleicht finde ich dann schneller was. Immer noch so drin mit der 1,5 Sekunden. Ich glaube noch mit BC. Am Ende von BC wurde das geändert mit dem schneller aufmounten. Glaube ich. Das gibt es ja eigentlich gefühlt schon ewig. Was damals auch wegfiel, war die Wacht, die Castzeit von Pets. Ich glaube, ich habe keins bei. Nee, ich glaube nicht. Hatte ich glaube schon mal gezeigt. Eine Sekunde Gas oder so hat ein Pet momentan. Hier dieser Mini-Pets. Aber wenn man die halt jetzt benutzt, sind die ja instant quasi. Klick, klick. Ich hatte auch mal spannende Diskussionen hier im Forum gelesen. Zum Beispiel wegen Stapelgröße oder so. Das können sie leider nicht machen. Sonst wäre es ja nicht für Blitzlike, haben sie geschrieben. Ja, ein bisschen recht haben sie ja. Ein bisschen. Oh. Der böse Bug da. Aber ich meine, er lief da mal herum. Oder vielleicht ist das ein bisschen verbockt hier. Eins meiner ersten Taten, was ich damals tat, als ich 70 war, habe ich den getötet, weil er mich so oft getötet hat. So als Rache. Und damals dann, als ich 80 geworden bin, habe ich direkt den Teufelzecher in, ja, ihr wisst, wo ich meine, auf der Höllenfeuerhalbinsel gekillt.
Oh, wie oft der mich gekillt hat damals. Ich gedacht, Rache ist Blutwurst. Zack, bumm, war er weg. Aufpassen, dass wir den nicht pullen. Auch wenn er zwei Level unter uns ist, aber unbedingt anlegen möchte ich mich mit ihm auch nicht. Viel Müll dabei, ne? Ist unglaublich. Taschen mit Pflanzenmüll zugemüllt. So, Höhlenschimmel. Ich würde sagen, wir gehen schon mal wieder zurück. Vielleicht finden wir ja noch so einen komischen Dinosaurier. Wir brauchen ja noch ein paar davon. Den Weg dahin. Und Platz. Wir haben alles mit, was wir kriegen können. Ach, verdammt. Was ist das denn? Ach so. Ist eine komische Gorilla in der Höhle. Der eigentlich so auch kein Problem ist. Ich meine mich daran zu erinnern, dass eigentlich die Feuerfalle mehrere trifft. So ähnlich wie vom Magier, dieses Feuerding. Der Feuerfläche? Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Leuchten. Wir sind beschützt. Oh nein. Der Aslan ist tot. Nicht aufgepasst. Schnell besuppeln und essen. Und essen. Tja. Betrunken ist unser Freund dahin geschieden, als wir betrunken waren. Auf Verstörung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So schnell kann es gehen. Zack, liegt er da. Ja, passiert. Man sieht vor lauter Wald nichts. Da oben waren wir. Schon außer Reichweite. Ja, viel außer Reichweite ist es jetzt nicht gewesen. Warum ist er denn umgefallen? Verstehe ich nicht. Jetzt haben wir den Blümchen schon zusammen.
können wir uns auch neue Pfeile kaufen, weil wir haben jetzt nur noch 400. Der ist ja groß. Mal gucken, theoretisch ja. Auch wieder ein paar Punkte zum Verteilen. 79. Aber das Ducken, das war ja blöd. Ich hatte haben wir ja Akro bekommen. Aufmunden, nicht weglaufen dabei. Moment, richtig hier. Ja, bei mir so nach Karton. Ich habe leere Kartons in der Arbeit mitgebracht. Jetzt riecht alles nach Karton hier. Beziehungsweise ein leeren Karton für meine Katze habe ich hier mitgebracht. Die steht total auf Kartons. Und wenn die dann nichts mehr herhalten, dann schmeiß ich die weg, hol mir irgendwo einen neuen. Und dann hat die Katze wieder Spaß. Darf ich dir genau was sagen? Ich die hier irgendwo nicht auch abgeben dann? Nö, anscheinend nicht. Können wir mal verkaufen. Leders. Ich hatte gerade die Hoffnung, vielleicht können wir irgendwas herstellen, damit wir was Platz haben, aber naja. Puff, war die Hoffnung weg. Wenn ich weiß, dass wir die theoretisch auch gebrauchen könnten, verkaufen wir es einfach mal. Wie viel brauchen wir nicht? Dachte ich ja, aber Questgegenstand. So, schon mal etwas Platz. Auch keine Pfeile. Tja. Da habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Nein, er hat wirklich keine Pfeile. Vielleicht der hier. Ja, der hat Pfeile. Und zwar Stufe 40. 55, jawohl. Kaufen wir erstmal Pfeile. Die kann man jetzt verkaufen. Laden. Zack. 2800 Pfeile dürfte ja erstmal reichen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mich erstmal auf den Weg nach Krater von Go. Wir sehen uns, oder ich denke mal, ich gebe die Quest da ab. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier. Das heißt Let's Play WoW. Und auf Wiedersehen. Lasst doch ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Auf Wiedersehen.